nicht den Körper. Nein, 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 nein. Das wäre fast ein First Take geworden. Shit. Ja, moin und herzlich willkommen bei Gante, Jochen und meiner Suche nach dem ultimativen King of the Ring. Also ganz ehrlich, Gante, du bist auch echt ein verdammter Vollidiot. Das gesamte Gran Turismo-Universum redet gerade über den neuen Money-Glitch und Credit-Farming und du verpeilst einfach die Chance auf den Clickbait des Jahrtausends. Man hätte ja auch einfach in den Titel schreiben können, 5 Millionen Credits für eine Runde Nordschleife und die Leute rennen dir die Bude ein. Aber leider gibt's dabei folgendes Problem, denn für die heutige Runde verdienen wir die 5 Millionen Credits nicht, sondern müssen die 5 Millionen Credits ausgeben. Und damit ist der F40 Swap hier der vermutlich doch teuerste Umbau im ganzen Spiel. Ich glaube 3,3 Millionen Credits fürs Auto, 1,35 für den Motor des Ferrari Enzo, der hier hinten drin ist und dann noch das sonstige Kleingeld für alle weiteren Umbaumaßnahmen. Dieses fantastische Auto umzubauen an sich ist ja schon mal ein ziemliches Sakrileg und dann auch noch mal in Schwarz. Alter, oh Gott, ein Ferrari muss rot sein. Warum schwarz? Das ist ganz einfach. Wir zollen einfach Tribut und erinnern uns gerne zurück an eine der besten Restaurations- und Tuning-Sendungen, die das Fernsehen jemals gesehen hat. Die Gas Monkey Garage rund um Aaron Kaufman und Richard Rawlings in der Sendung Fast and Loud. Und die haben damals ihren F40 verdammt nochmal in Schwarz aufgebaut. Und damit schließt sich dann auch wieder der Kreis, denn dem guten alten Richard war damals in der Sendung auch einfach immer alles viel zu teuer. Kleiner Funfact noch am Rande. Angeblich hat der Wiederaufbau von diesem verunfallten F40 damals in der Sendung dafür gesorgt, dass Ferrari einfach keine F40-Ersatzteile mehr in die ganzen USA liefert. Lange Geschichte, aber das müsst ihr selber recherchieren. Hoffentlich kriege ich heute keinen Ärger. Und wie sich diese rollenden 5 Millionen Credits jetzt auf der Nordschleife anfühlen, finden wir gemeinsam raus. Let's go! Achso, und rund 970 PS drücken hier übrigens auf die Hinterachse. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte. Der F40 an sich ist schon eigentlich seit Gran Turismo 5 Prolog-Zeiten, da habe ich den zum ersten Mal so richtig bewusst wahrgenommen, eins meiner absoluten Lieblingsfahrzeuge hier im Spiel, zumindest was irgendwie so Zeitfahren angeht. Für Online-Rennen findet man eh nie 16 Leute, die mit dem Auto fahren wollen, um dann eine Lobby zu füllen, aber er fährt sich einfach so geil. Also ist schon echt anspruchsvoll, auch schon in der Standardausführung. Aber dann gerade auch Sportreifen mit dem Standard V8, sehr, sehr schön anspruchsvoll zu fahren, sehr nachvollziehbar, finde ich. Und also einfach echt ein richtig geiles Auto. Wer den noch nicht in der Garage stehen hat, sollte unbedingt mal ab und zu bei Haggerty's vorbeischauen und gucken, ob es den da gibt. Also auch schon in der Standardausführung für mich echt eins meiner absoluten Lieblingsautos hier im Spiel. Und man hat es schon gesehen im ersten Sektor, man kann durchaus hier ein bisschen mehr pushen als noch im letzten Video mit dem Lexus RCF, der ja irgendwie knapp 1000 PS mehr hatte, einfach mal. Trotzdem ist der Topspeed hier gar nicht mehr so verkehrt. Wir drehen Richtung Schwedenkreuz den vierten Gang voll aus, knacken die 350er Marke. Das Einzige, wo man echt aufpassen muss, ist beim Anbremsen aus hohen Geschwindigkeiten. Also ich sag mal so, ich habe hier nur den Standard-Heckflügel drauf, aber so ab 200 aufwärts wird das Heck echt ein bisschen nervös. Aber ich wollte den jetzt optisch nicht so ganz verschandeln. Ist ja schon schlimm genug, dass man hier überhaupt einen anderen Motor einbaut, nämlich in dem Fall den V12 des Ferrari Enzo. Okay, das war schlecht hier raus. Jetzt auch hier am Rebel Tree vorbei, anbremsen, Metzges Feld, wirklich ganz vorsichtig. Ganz wenig Druck auf dem Pedal, lass dem Auto Zeit, dann kommt man hier auch heile um die Kurve. Und setupmäßig wäre auch noch ein bisschen was gegangen, um die Hinterachse stabiler zu machen, aber ich wollte dem Auto jetzt hier auch nicht sämtliche Agilität auf der Runde nehmen. Und es macht ja auch durchaus Bock, wenn man mal ein bisschen kämpfen muss. Und das letzte Video jetzt mit dem Lexus ist natürlich echt bombastisch bei euch angekommen. Also vielen Dank für eure ganze Unterstützung und euren Support, für die ganzen Kommentare und die Likes. Ich glaube tatsächlich,
wir können fast behaupten, eventuell passiert das jetzt hier auch gerade, während ich dieses Video aufnehme oder vielleicht dann spätestens, wenn es veröffentlicht ist, dass wir echt die 1000 Abonnenten geknackt haben auf dem Kanal. Wie geil ist das denn? Alter, wir haben YouTube durchgespielt. Wo ist bitte mein Bestellformular für den Lamborghini Aventador? Und macht Lambo überhaupt freie Hauslieferung? Keine Ahnung, das werden wir alles gemeinsam in Zukunft rausfinden. Okay. Ich hatte das nervöse Eck angesprochen. Also, jetzt muss man wirklich ganz, ganz vorsichtig am Lenkrad sein. Die nächste Schikane hier geht auch echt nicht Vollgas, oder zumindest traue ich mich nicht. Bremsen, Mutkurve. Viel zu schnell reingefahren. Da hat das Auto echt hart untersteuert. Aber hier die Balance zu finden zwischen, ja, lass das Heck mal ein bisschen kommen oder lenk vielleicht doch lieber nicht so hart am Lenkrad, ist nicht so ganz einfach. Und wir sind ja immer noch auf der Jagd nach einer Zeit von unter 6 Minuten hier auf der Nordschleife mit irgendeinem umgebauten Auto. Mal gucken, ob das mit dem hier klappt. Ich habe auch gehört vom letzten Video, da hatte ich auch schon angesprochen, dass man den Bugatti Chiron Motor auch in den Lambo Huracan einbauen kann. Jetzt habe ich noch erfahren, der geht auch in den Nismo GTR R35. Also da habe ich mir wahrscheinlich mit dem Lexus RCF für den Bugatti Motor irgendwie die schwierigst zu fahrende Basis ausgesucht, die man sich vorstellen kann. Also da geht auf jeden Fall noch was, aber ich fahre hier bestimmt nicht zweimal denselben Motor nacheinander. Auf das Video hier habe ich mich echt schon lange gefreut. Also ich glaube, das Auto habe ich schon aufgebaut irgendwie vor einem halben Jahr oder so. Aber ich bin einfach nie dazu gekommen, das Ding jetzt wirklich mal Probe zu fahren. Aber zurzeit ist die YouTube-Motivation bei mir echt wieder relativ hoch. So, hier ganz vorsichtig Rausbeschleunigung über die Kuppen. Das ist sehr, sehr uneben. Früh genug Bremsen für Pflanzgarten. Rund 170 hier am Scheitelpunkt ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt will ich es aber hier auch nicht mehr wegschmeißen. Bin vorsichtig hier über die Kuppe. Nur noch mal leicht bremsen. Alter, habe ich einen Kackstift. So, auch wieder Richtung 300 hier zum Schwalbenschwanz. Jetzt kann ja fast nichts mehr schief gehen, außer das kleine Karussell. Also hier wird man immer einfach so ausgespuckt, da muss man hellwach sein. Na, mal gucken, was das Ding hier auf der Geraden rennt. Sanfter Ausgang. Ich glaube, den fünften Gang haben wir jetzt noch gar nicht ausprobiert, den hat er aber. Also das Fünfganggetriebe ist natürlich passend zur Zeit, aber schon so ein kleiner Minuspunkt bei dem Auto. Das ist nicht so ganz optimal für die Rundenzeit. Es geht aber trotzdem hier über 380. 390, können wir die 400 knacken? Vollgas in den Bogen, vielleicht, ganz vorsichtig. Ja, 407. Der Topspeed. Oh, das war noch on track. Aber es hat Zeit gekostet. Oh, das hat so viel Zeit gekostet. Was für ein Klassiker, die Runde hier kurz vor Ende nochmal wegzuschmeißen. So, über die Ziellinie bitte. 6 Minuten 18. 6 Minuten 18, 2. Also weit weg von den 6 Minuten. Aber wo er sich jetzt damit exakt in meiner Rangliste einsortiert, gucken wir uns mal gemeinsam an. Ja, und traurigerweise ist das für den Ferrari F40 jetzt hier nur Platz 5 geworden. In Führung immer noch der TVR Tuscan Speed 6. Diese Rangliste ist aber mit ganz viel Vorsicht zu genießen. Man sieht ja rechts am Rand, wann, zu welchem Zeitpunkt ich diese Zeiten alle gefahren bin. Und es kamen mittlerweile so viele Updates und teilweise Fahrphysiksanpassungen. Einige Autos bin ich ohne Gewichtstuning gefahren, manche mit. Also ist ja alles nur zum Spaß. Und Spaß hat diese Runde im F40 auf jeden Fall gemacht. Definitiv eine Empfehlung. Und wie ich das Auto eingestellt hatte, damit das so gut oder schlecht fahrbar war, wie man das eben gesehen hat, gucken wir uns jetzt auch noch an.
Und wie immer sage ich vorher dazu, ich bin jetzt bestimmt nicht der beste Setup-Bauer. Nach jetzt 31 Ausgaben in dieser Serie habe ich zwar so ein grobes Gefühl, an welchem Schräubchen man wie wo drehen muss, um die Autos für die Nordschleife fahrbar zu kriegen, aber viel mehr als Fahrbarkeit ist es dann auch nicht. Also es sind jetzt keine E-Sports-Setup hier für die optimale Rundenzeit. So viel sei dazu gesagt. Das Fahrwerk sieht man hier. Es ist wie immer relativ tief und hart, allerdings Tiefe und Härte auch nicht auf Anschlag. Ne? Die Nordschleife, man kennt es, ist ja relativ uneben. Beim Differential, da habe ich jetzt in der Runde auch schon was dazu gesagt, man hätte die Hinterachse auch echt noch ein bisschen stabiler kriegen können, gerade so beim Einbremsen, indem man zum Beispiel den unteren Wert hier noch weiter erhöht. Aber irgendwann geht dann so viel Dynamik im Auto verloren, da ist jetzt hier der Wert mit der 50 irgendwie ein Kompromiss. Also das Differential hat wirklich immer einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Fahrbarkeit und die Beschreibungen, die man sich hier dazu durchlesen kann, die sind auch wirklich hilfreich dabei. Die Aerodynamik hier mit dem Standard-Heckflügel hinten auf dem Maximum von 250, vorne auf dem Minimum von 150. Damit lässt sich das Auto hier wirklich relativ zahm über die Strecke bewegen. Ein Blick aufs Getriebe, achtet hier auf die kmh-Zahlen, wenn ihr das versucht nachzubauen, zeigt einen theoretischen Topspeed von 431. Den erreicht man natürlich nicht und sowieso muss man hier immer irgendwie so 20 bis 30 km/h Luft nach hinten einbauen. Also das Auto würde hier auch schon deutlich vor den 430, denke ich mal, in den Begrenzer laufen. Die Bremsballon steht auf 3 Klicks nach vorne und hier am Rand sieht man jetzt nochmal alle eingebauten Tuning-Teile. Das ist eigentlich alles, was geht. Außer, und das ist in diesem Auto wieder der Fall, die Gewichtsreduzierung, denn die lässt sich nicht rückgängig machen und das Auto ist einfach verdammt nochmal teuer genug mit 5 Millionen Credits und da baue ich jetzt hier bestimmt kein Gewichtstuning ein, was ich dann, also nee, ein zweites Mal baue ich mir das Auto nicht auf. Außerdem mit 1095 Kilo ist das hier ja alles noch im Rahmen. So, und nachdem ich jetzt hier nach dem stärksten und dem teuersten Umbau im Spiel erstmal mit Superlativen genug um mich geschmissen habe, habe ich aber auf jeden Fall noch ein paar Ideen, wie das hier so weitergehen könnte. Wenn ihr Vorschläge habt oder irgendein Auto unbedingt mal sehen wollt auf der Nordschleife, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Allerdings jetzt ohne Garantie, dass das dann sofort am nächsten Tag umgesetzt wird. Aber ich bin für jegliche Vorschläge natürlich gerne offen. Für den heutigen Tag soll es das aber gewesen sein. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt freundlich, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Aber wie lässt sich auch der Fahrer einfach hier die ganze Runde so quasi mit einer Hand fährt, ne? Immer schön eine Hand auf dem Schaltknopf oder auf dem Oberschenkel der Beifahrerin. Nee, keiner da. Okay. War das jetzt schon political incorrect? Ich weiß es nicht.